Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir diesen Bienen Mood Tracker malen. Dafür brauchst du ein Bullet Journal, in dem Fall das Scribbles That Matter. Dann die Zebra Mild Liner. Und mein Friction Stift. Und nun geht's auch schon los. Ja, dann schnappe ich mir doch mal mein Bullet Journal und dann geht's auch schon fast los. Ich nehme eine Doppelseite im August. Natürlich, jeder Monat braucht einen Mood Tracker. Ja, ich habe das davor noch mal was frei, weil ich natürlich noch ein Monthly Overview haben möchte und vielleicht etwas für die Ziele, aber definitiv auch einen Mood Tracker. Und dafür schreibe ich jetzt erst einmal das Wort Mood auf die rechte Seite, weil ich hoffe eigentlich, dass ich mit einer Seite auskomme. Ich habe auch gerade beschlossen, ich nutze ja diese Faux Calligraphy. Heißt, ich tue so, als ob das Kalligrafie wäre und mal alles, was nach unten läuft, also alle Linien, die nach unten laufen, nochmal etwas breiter nach. Dann sieht das hinterher aus wie in der Kalligrafie, ne? Dann hat man das Gefühl, das Ganze wäre mit einer breiten Feder geschrieben, was es natürlich nicht ist, wie du hier sehen kannst. Aber dafür muss ich eben alles nachmalen und anschließend male ich das mit Schwarz aus. Ja, soweit nun meine Überschrift. Als nächstes starte ich mit den Bienchen und ich glaube, ich muss erstmal so die Größe finden. Also die sieht ja hübsch aus. Das Problem ist, sie ist ein bisschen groß vielleicht und ja, könnte sein, dass 31 jetzt nicht unbedingt nur auf der rechten Seite Platz finden und ich auf die linke ausweichen muss. Aber zum Glück kann ich ja ausweichen, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Und notfalls kann ich sogar noch radieren, also kein Drama. Nur naja, meine Bienen sind eben ein bisschen größer.
31 Bienen sind eben doch eine Menge. Deswegen schreibe ich mal zur Motivation die Zahlen dran, wie viele Bienen ich schon habe. Und naja, du siehst, ich bin noch weit davon entfernt, fertig zu sein. Also versuche ich mich mal hier in der Ecke und mache das Ganze ein bisschen kleiner. Aber es ist irgendwie auch schwierig, kleiner zu werden, weil dann sieht das auch alles ein bisschen komisch aus. Also kann ich jetzt hier meine Bienen fröhlich herumschwirren lassen und mache jetzt nochmal eben meine Legende hier hin. Ja, das eine wird dann halt anzeigen, fröhlich, weniger fröhlich, ganz fröhlich. Ja, ich wollte auf jeden Fall nicht, dass hinterher kein Platz mehr dafür ist, deswegen habe ich das nochmal eben vorgezogen und hierhin gemalt. Die Bienen werden eben immer so ausgemalt, je nachdem, was für eine Stimmung ich habe. Wenn ich wirklich glücklich bin, dann wird die Biene hellgelb, und wenn es so etwas schlechter ist, dann wird sie eben dunkelgelb und so weiter. Ne? Also hoffentlich sehr wenig ganz dunkle Bienen. Die sehen ja auch nun mal nicht so aus, ne? Sollen ja alles gelbe Bienen werden. Ja, ich male also fröhlich weiter meine Bienen und dann schauen wir mal, wie das bei Biene 31 aussieht.
Ja, du siehst, mein Blatt ist langsam ziemlich voll. Beide Seiten sind ziemlich voll. Und ich brauche noch ein paar Bienen, um den Monat abzuschließen. Aber naja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Nur, es ist doch schon sehr viel. Es sind so schon sehr viele Bienen. Wahrscheinlich werde ich im nächsten Monat etwas nehmen, was nicht ganz so viele Details erlaubt. Obwohl, irgendwie gefällt es mir auch. Ja, die 31 Bienen summen jetzt über mein Doppelblatt. Und ja, es ist sehr voll. Ne? Da haben wir ja schon festgestellt, und es ist sehr voll, aber macht gar nichts. Ich hoffe, dir gefällt das Spread genauso gut wie mir. Und es ist für dich eine Inspiration. Du hast Lust, es einfach mal nachzumachen. Ich würde gerne sehen, wie deins aussieht. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du uns ein Gefällt mir gibst für das Video und vielleicht ein Abo da lässt. Und dann sehe ich dich im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.